Moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play RimWorld. Und falls ihr das Ganze von Anfang an verfolgen wollt, dann findet ihr die Playlist auf meinem Kanal, denn ich habe auch das normale RimWorld von Anfang an gespielt und ja, da hat sich dann alles so zur Royalty, sage ich mal, hinentwickelt und hier, ja, könnt ihr den Anfang dann auch da verfolgen. Auf jeden Fall haben wir jetzt Christian und Esther, ich hoffentlich richtig ausgesprochen, haben wir hier halt dazu bekommen und wir werden mal schauen, wie sich das Ganze heute so entwickelt. Hier hat sich auf jeden Fall schon was verabschiedet, wie ich sehe. Das ist aber nicht schlecht, wenn das ein bisschen auseinander ist, vielleicht. Mir ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Dann können wir so ein bisschen aufteilen hier. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht. Ne? Vorher waren da irgendwie drei. Ich weiß nicht, ob die kaputt gegangen ist oder ob wir die gar nicht fertig gebaut haben. Aber ich denke, es wäre sinnvoll, wenn wir hier so in die Ecke vielleicht noch eine reinpacken. So. Dann wollen wir hier noch kurz die Stromkabel legen. Und ich habe gesehen, dass es anscheinend gar nicht schlimm ist, wenn man die Stromkabel einfach nach draußen legt. Das heißt, ich kann auch hier einfach die Stromkabel dann reinlegen. Das ist gar kein Problem, wie es scheint. Und ja, ansonsten müssen wir uns jetzt erstmal hier um alles kümmern. Also das hier muss fertig werden, das hier muss mal fertig werden. Hier muss einiges noch fertig werden, allerdings. Ja, mal gucken, wer hier gut bauen kann. Also Pascal kann gut bauen. Ludger, die anderen beiden können nicht bauen, die neuen, die sind nicht so toll da drinne. Aber die können ja andere Sachen übernehmen. Deswegen würde ich sagen, hier, der Ludger soll sich weiter um Handwerk und den Rest kümmern. Und der Pascal, der ist eigentlich, ja, der soll auch mal bauen, würde ich sagen. Pascal und Puma kümmern sich erstmal ums Bauen. Hier ist fast fertig. Hier unten, das wird noch ein bisschen dauern. Allerdings denke ich, dass wir jetzt mit zwei Bauarbeitern und der Aufteilung jetzt relativ schnell vorankommen werden. Deswegen sehe ich das Ganze eigentlich recht easy. Ansonsten, ja, bin ich eigentlich zufrieden. Wir müssen die noch ausstatten. Also haben wir jetzt beide ein Messer, sind beides Nahkämpfer. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Allerdings, ne, zum Baiten zum Beispiel. Also Baiten ist, wenn jetzt zum Beispiel Nahkampfviecher kommen, dass wir da einen nehmen und den immer so hin und her hier lotsen. Die anderen schießen auf den drauf zum Beispiel. Das wäre dann Baiten. So, ansonsten müssen wir hier noch eine Schlachtbank hinmachen. Oh, wo packen wir die denn hin, die Schlachtbank? Da das hier später mal die Küche werden soll, würde ich sagen, packen wir das einfach mal hier hin. Dann noch einen Stuhl. Und questtechnisch haben wir gerade nichts zu tun, ne? Nee, königlicher Aufstieg, genau. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Und die Rhinos müssen wir auch noch abknallen. Und vor allem Puma sollte mal eben kurz hier kein Material, Granitblöcke. Ach, hier sind die Schieferblöcke nur. Gut, dann bauen wir eben schnell hier. Genau, perfekt. Jetzt haben wir das hier nämlich schon dicht. Und jetzt können wir die Rhinos gleich ausschalten. Es wird zwar ein bisschen gefährlich, aber ich denke, wir kriegen das hin. Irgendwie. Die können jetzt erstmal kurz chillen, unterhalten sich ein bisschen und so und dann können wir gleich die Rhinos weghauen, weil das Problem mit den Rhinos ist, dass die mir hier oben alles wegfressen. Und das möchte ich natürlich nicht. Aber jetzt gerade fressen sie hier vorne. Aber nee. Ist auch ein bisschen gefährlich, die wegzunehmen. Na, jetzt chillen die hier gerade, die Kolonisten feiern diesen Anlass. Sind verheiratet, Puma und Ludger. Ach, sie haben jetzt geheiratet hier. Ach so, in der dreckigen Küche. Ja, da heiratet man doch gerne. In so einem versifften Ding da.
Ja gut, hier oben schon mal dicht, das ist sehr, sehr gut. Dann hat die KI schon mal, also die KI wird jetzt erstmal gucken, okay, wo ist dicht, ne? Und das hier vorne ist dann eher unattraktiv für die, das heißt, die kommen von hier dann immer. Also von da oder von da oder von da oder von da. Falls sie da überhaupt spawnen können, das weiß ich nicht. Aber hier werden sie auf jeden Fall erstmal nicht mehr durchkommen. Das ist verdammt gut. Dann haben wir das schon mal fertig. Und langsam geht's auch voran. Die Leute sind auch glücklicher. Wir müssen noch ein bisschen mehr Jäger ohne Fernkampfwaffe jagen. Ach, der war das, okay. Ja gut, jagen können wir eigentlich auch mal machen. Wobei brauchen wir eigentlich momentan nicht. Momentan kochen wir nicht. Wir haben genug hier eigentlich. Und hier wird jetzt auch alles fertig. Barrikade aus Schiefer. Das dauert ein bisschen. Aber ich bin mit dem Fortschritt zufrieden. Also da kann ich eigentlich mich nicht beschweren. Hier haben wir Stahl. Ich würde sagen, den Stahl können wir noch ein bisschen abbauen. Dann haben wir hier nämlich genug, um da alles fertig zu machen. Und da können wir auch noch ein bisschen was abbauen. Ansonsten sehe ich hier eigentlich momentan nichts, was wir unbedingt machen müssen. Also irgendwelche Sachen, die wir jetzt unbedingt abbauen müssen sofort oder ähnliches. Der Ludgaloo ist hier ordentlich am Abbauen. Und ja, hier könnten wir mal irgendwann reingucken. Allerdings aktuell würde uns das wahrscheinlich, ja, töten. Also wenn wir da jetzt reingucken und da irgendwas drin ist, was uns nicht gefällt, zum Beispiel irgendwelche ganz, ganz bösen Viecher, dann sterben wir. Dann ist die Kolonie am Ende. Sofort. Da können wir nichts tun, leider. So, hier haben wir jetzt schon mal die Böden fertig. Wir haben die Kommoden soweit fertig. Das Bett muss nochmal neu gemacht werden, aber so an sich... Oh, wir haben sogar bestimmt ein meisterliches Bett. Finde ich eigentlich nicht so gut, weil das halt den Koloniewert nach oben treibt. Na, aber gut, will ich jetzt nicht rumheulen. Ich meine, mein Gott. So viel wird es auch nicht sein. Ansonsten Transportbot bräuchten wir vielleicht noch. Und einen Bot, der uns das Ganze hier... etwas sauber macht. Königlicher Tributentreiber der Fraktion Reich des Mondes und sein Begleitschutz nähern sich. Du kannst ihn gefangen oder und Gold als Tribut anbieten. Im Gegenzug erhält der Kolonist, der seinen Handel vollzogen hat, Ehre für die Erfüllung der Tradition und der Unterstützung der oberen Häuser. Du kannst damit rechnen, dass ein Tributeintreiber etwa zweimal pro Jahr auftaucht. Also den könnten wir Ehre geben. Also wir könnten jetzt Ehre verdienen damit, indem wir den Gold geben. Wir haben hier oben auch Gold. Das können wir mal eben ganz schnell abbauen, damit wir denen das geben können. Na, da unten kommen sie, unten hier, unten links. Und jo, das ist relativ viel Gold eigentlich. Also 39 hier pro Stück. Das ist nicht bad. Dann können wir mal Puma nehmen. Das ist ja unsere Dame hier mit dem, ne? Ich mal eben kurz mit dem Handeln. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. So, wir können ihn jetzt Gold geben. Da bekommen wir 2 Ehre für. Warum denn nicht, ne? Jo, hat jetzt hier 5. Und ab 7 Gesamt. Gut, 7 Gesamt ist Freibauer. Ja, 6 Ehre,
Wir haben gerade 5, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß nicht, was das hier in Klammern sein soll. Also einmal hier 1 gesamt, hier 7 gesamt. Ach so, wegen der Ehre. Ach so, das muss man gesamt haben. Ach so, also hier braucht man 7 gesamt dann. Ja, ist ja auch egal. Das kriegen wir schon hin. So, dann haben wir das Gold jetzt hier gut investiert. Ich wollte das jetzt auch nicht hier rumliegen haben oder so, weil das Problem damit wäre, dass der Koloniewert dann hochgeht. Und den möchte ich jetzt eigentlich relativ niedrig halten. Just because. Nee, wir wollen jetzt keine großen Angriffe hier haben. Wir wollen erstmal alles Chili-Milli. Hier oben haben wir noch ordentlich Sachen. Also ich habe hier sehr, sehr viele Sachen, sehr viele Ressourcen auf der Karte. Das ist wirklich schön. Da werden wir auf jeden Fall einiges machen können. Hier müssen wir das ganze Wasser noch abpumpen irgendwann. Oh, das wird ein Scheiß, ey. Aber gut, das kriegen wir schon hin. Puma hat hier oben... Oh, hier wird auch alles fertig. Ihr seht, es wird alles fertig. Das ist so wundervoll. Ich finde es einfach so schön, wenn... Ja, langsam alles so wird, wie ich mir das gewünscht habe. Weil das ist immer so eine Sache, die mich bei Roombald so ein bisschen stört. Dass wenn es überhaupt nicht fertig wird. Das ist so einer dieser... Ja, ist ein bisschen nervig. Funktioniert nur bei Pflanzen, bla bla. Die Hals. Okay, zieht weiter. Sehr schön. Hier sind wir soweit. Das ist auch alles fertig. Hier, die Sachen wurden auch noch nicht gemacht. Müssen wir dann auch noch Lampen anbringen? Dann machen wir hier eine und da eine. Gut, kann ich jetzt noch nicht planen hier. Dann lassen wir die auch erstmal weg. Dann haben wir auch schon mal einen Gefangenenplätzchen hier. Und dann brauchen wir unbedingt noch ein Krankenhaus. Das habe ich auch völlig verknickt. Das Krankenhaus werden wir... Ja, wo machen wir das Krankenhaus hin? Das ist eine gute Frage. Ich denke, das können wir hier vielleicht irgendwo hin machen. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn wir uns da jetzt nicht so verrückt machen mit. Machen wir hier einfach noch so ein... Ne? So. Warum machen wir uns das so schwierig? Montieren wir das hier unten und hier machen wir uns dann. Ludgalu kann das mal eben tragen. Na komm, zack, sehr schön. Und hier können wir dann das Krankenhaus reinmachen. Ich würde sagen, wir machen das ein bisschen kleiner. Das ist zu klein. Ich würde sagen, das ist eine gute Größe. Für den Anfang nehmen wir einen Holzboden, beziehungsweise wir nehmen noch gar keinen Boden, wir brauchen sterile Fliesen dafür. Das heißt, die sollten wir jetzt auch langsam mal erforschen. Und dann machen wir hier das Krankenhaus rein. Ich denke, das sollte relativ in der Mitte sein. Beziehungsweise relativ mittig. Sieht zwar nicht so toll aus hier, aber das interessiert mich eigentlich gerade weniger. Hauptsache, es ist nützlich und kompakt. Hier brauchen wir jetzt auch weitere Schieferblöcke. Gut, er macht jetzt gerade Granit. Vielleicht hätten wir doch auf Granit gehen sollen. Okay, jetzt fängt er an mit Schiefer. Jetzt wird ja auch ein bisschen was fertig. Auf der linken Seite hier ist immer noch offen. Aber zumindest fängt jetzt alles hier an. Weil, wie gesagt, das ist so das Problem eigentlich, meiner Meinung nach, mit dem Ganzen. Dass viel immer viel zu lange dauert. Das ist so mein Problemchen. So, hier machen wir nochmal kurz einen
was mit Batterien rein. Da machen wir noch Batterien, dann werden wir hier noch schön Stromkabel legen. Die werden dann auch hier lang gelegt. Ja, das sieht doch soweit ganz gut aus. Ich will auch so ein paar Stromkreise haben, die voneinander getrennt sind. Weil wenn wir hier, sage ich mal, einen Ausfall haben, dann ist das hier auch, ne, ist auch komplett ausgefallen. Das ist nicht so toll. Deswegen müssen wir das einmal getrennt machen. Und umgekehrt genauso. Ja, hier können wir auf jeden Fall noch irgendwo welche hinstellen. Wie gesagt, das muss nicht gut aussehen. Es muss einfach seinen Zweck erfüllen und das tut es. Ja, die Mauern werden so langsam hier angefuttert. Wir haben auch noch ein paar Schieferblöcke. Und ich freue mich einfach, wenn das Ganze hier erstmal weg ist. Wenn das hier alles fertig ist, meine ich. Hier vorne haben wir noch ganz viel Stahl. Den werden wir jetzt erstmal nicht nehmen. Wir werden ein bisschen, nur ein klein bisschen Terraforming betreiben, damit es ein bisschen besser aussieht hier. Außerdem können dann die Brocken auch verwendet werden. Also von daher sehe ich das eigentlich easy hier, ne? Haben wir Schieferbrocken, das ist sehr gut. Die können dann gleich verarbeitet werden hier. Zack. Und dementsprechend wird das hier auch schneller fertig. Wir haben wieder einen Meister weg. Ein Doppelbett schon wieder. Meisterlich. Hui. Das ist ja cool. Schon zwei meisterliche. Bemerkenswert. So, das geht auch voran. Jo, wir müssen uns dann auch mit der Quest verfügbar. Imperialisten am Boden. Ui, das ist interessant. Eine Shuttlebeute. Du kannst das Shuttle abreißen und plündern. Ein Shuttle der Fraktion Reich des Mondes ist beschädigt und sucht einen Landeplatz. Dessen Kommandanten namens Trovadelli will in Drafortris landen. Ureinwohner der Fraktion Verbund der Senra werden den Absturzort des Shuttles angreifen und versuchen, die Insassen zu töten. Eine gute Skulptur, Jade oder hier Ehre? Annehmen für Puma. Oh ja. Okay, sie kommen gleich. Also das sind jetzt, die werden hier mit dem Shuttle landen und da müssen wir sie beschützen, ne? Und das machen wir natürlich auch. Und da oben sind sie. Shuttle trifft in 8 Stunden ein. Okay, also da müssen wir jetzt hin. Trovadelli. Und müssen sie beschützen. Ein Shuttle wird in 6 Stunden eintreffen, die Quest Imperialisten am Boden erfordert, dass du folgende Person da einlädst, okay. Aber irgendwie sehe ich hier gerade... Sollen sie erstmal weglaufen? Oh ne, da. Da sind sie. Gut, hinter. Gut, da kommen sie jetzt. Und wir kriegen da auch noch schöne Gegenstände. Das freut mich. Wir sollten natürlich gucken, dass wir jetzt hier irgendwo in Deckung gehen.
Überfall, genau. Die werden von oben kommen, wie es aussieht. Ja, kostet nichts. Da, 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 da. So, da ist er. Das Rettungsshuttle ist da. Und sie sind weg. Und jetzt haben wir eine neue Titelzeremonie und können das hier vor allem abreißen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der Kampf war auch gut. Ui. Uiuiui. Ui. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Ja, den Stahl können wir jetzt. Den Stahl können wir nicht aufheben. Den Stahl, tut mir leid. So, das ist doch mal super. Dann haben wir sie gerettet. Und Imperialisten am Boden haben wir ebenfalls fertig. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir allerdings hier noch den königlichen, hier die Pumas Titelzeremonie. Neue Psi-Link-Stufe. Der Titelverleiher wird in Shuttle eintreffen und Zeremonie durchführen. Der Titelverleiher wird nur dann einen Titel verleihen, wenn alle Thronsaal-Anforderungen erfüllt sind. Okay. Ich hoffe, das funktioniert. Ach, jetzt gehen sie. Genau, jetzt gehen sie da hinten hin. Da wird jetzt die Zeremonie beginnen. Und bang, wir sind jetzt Akolyten und haben einen Ermächtigungspunkt erhalten. Und jetzt können wir die verweigert folgende Arbeiten sauber machen, Akolyten. Wenn sie stirbt, wird dieser Titel von Erik Ludgalu Bautista geerbt, um einen neuen Erben zu bestimmen. Kontaktiere die Fraktion Reich des Mondes über eine Funkanlage. Das ist ja cool. Die kann nun psychische Kräfte entsprechend dieser Stufe wirken. Blendungswelle. Ermächtigung, genau hier. Stahlabwurf. Also wir können jetzt einen Punkt wählen. Fordere einen Transportkapsel an, die 250 Stahl enthält. Abklingzeit 45 Tage. Ehrekosten, wenn auf Abklingzeit 4. Nahrungsmittelabwurf, Arbeiterteam rufen oder Sturmsoldaten. Das finde ich eigentlich wirklich gut. Wir können jetzt hier Hilfe anfordern. Wenn wir wirklich in Bedrängnis sind, können wir jetzt Soldaten anfordern, die uns den Arsch frei halten. Das ist wirklich toll. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Ja, das war doch schön. Dann haben wir heute echt schon ganz schön was geschafft hier. Mal davon abgesehen, dass die Kolonie auch langsam fertig wird. Das ist super. Wobei, ich würde lieber sagen, Tür aus Granit. Gut, hier sind überall Granitfelsen. Hier unten haben wir so ein bisschen Schiefer gehabt.
Gut, der kann eben mal so ein bisschen was wegmachen. Da bin ich ja mal gespannt, wann wir endlich mal diese ganzen Teile hier fertig bekommen. Also das wird schon ein bisschen dauern, glaube ich. Aber hey, wir haben hier die Abwehrdinger fertig. Also da, wo wir die Leute reinstellen können, das ist schon mal sehr gut. Da noch nicht ganz, leider. Da muss noch ein bisschen gemacht werden. Allerdings auch aus Schiefer. Warum habe ich das aus Schiefer gemacht? Ich werde das mal aus Granit machen. Weil Granit ist eigentlich einfacher zu bekommen. Wobei. Nee, ich brauche eigentlich. Nee, ich brauche das Granit für was anderes. Nevermind. War eigentlich schon richtig so. Dann lasse ich es so. Weil Granit brauche ich ja momentan für die Wände und das dauert dann noch länger. Hier haben wir jetzt ein paar Schieferbrocken, das heißt, er kriegt relativ schnell auch seinen Schiefer zusammen hier, um den zu verarbeiten. Hier sind ein paar Granitbrocken. Und hier haben wir auch schon fertig, das heißt, hier können wir auch mal eben kurz die Batterien reinbauen. Ich würde sagen, wir machen wieder so ein bisschen getrennt. Also so. Und bauen hier einfach mal so ein Stromkabel lang. Jo, das sieht gut aus. Hier ist auch schon das Stromkabel am liegen. Perfekt. Ja, dann ist doch eigentlich schon mal soweit alles fertig. Wir müssen natürlich auch hier die Stromversorgung von dem Krankenhaus sicherstellen. Aber hier, der Raum ist auch fertig. Jetzt werden auch die weiteren Räume fertig. Das ist echt schön. Endlich wird langsam alles so mal ein bisschen wohnlich, könnte man sagen. Warum sie das jetzt hier abbauen, verstehe ich zwar nicht. Ein leichtes Brummen, die Weiber werden ein bisschen unglücklicher. Ich meine, die Frauen, tut mir leid. Weiber hat sich so eingebürgert von The Hunter Call of the Wild. Da sage ich immer zu den weiblichen Hirschen und so weiter, Weiber. So, hiervon nochmal Maispflanzen. Und oh, die Heilwurzeln sind auch schon gut am Wachsen. Oh, das ist sehr toll. Wir brauchen zwar nicht so viel, aber so ein bisschen, ne, Kräutermedizin zu haben, ist nicht schlecht. Ansonsten würde ich sagen, ja, sieht das hier ganz gut aus. Also die Temperatur hier drinne hält sich auch sehr gut. Das hier würde ich mal gerne abreißen. Perfekt. Unsere Forschung ist auch schon sehr weit. Und ja, langsam wird alles fertig. Hier mal eben kurz putzen, bitte. Das war nicht, was ich wollte. Wir brauchen unbedingt einen Reinigungsbot, echt. Aber aktuell habe ich noch keinen Händler bekommen. Hä, warum ist der so unglücklich? Was ist los mit dir? Arterienverstopfung, Herz, Oh, da müssen wir später mal was machen. Da gibt es doch sicher was von Ratiofarm. Gestörter Schlaf, ich war auf einer Hochzeit. Es war der. Zurückgewiesen vom Puma. Hat Puma nicht geheiratet? Ja. Warum machst du dich an eine verheiratete Dame ran? Was stimmt denn nicht mit dir? Überfall Pakt de Inia. Das ist nicht schön.
Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Allerdings erfahren wir dies in der nächsten Episode. Ja, es ist nämlich schon wieder 29 Minuten und das ist doch ein guter Cliffhanger für die nächste Episode, ne? Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ja, beim nächsten Mal werden wir den Angriff abwehren und vielleicht stirbt da sogar der Erste, weil das sind schon ja, ein paar Einheiten. Und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ja, wenn es gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Bis denn und tschüss.